Okay, ich sehe da gerade. Hoppa, da schnell noch Hände desinfizieren. Ja, dann gehen wir doch mal rein. Dann schauen wir uns doch das mal an. Oh, die Toiletten da drüben schauen auch geil aus. He? So ein Bambushäuschen. Ja, ich werde da noch herumlaufen gleich, aber komm, wir gehen schnell zu Jui. Sawadikap. Ah, da schaut her, Leute. Da hat sicher viele Frösche drin. Das ist so ein Lotus. Und da drüben. Was ist, ja, ist Lotus doch da, das Seerosen und Lotus. Ist, nein, es ist glaube nur Lotus. Es ist glaube nur Lotus. Da geil, auch wie das Gras da zwischendurch wächst. Ich glaube, also wenn du da übernachtest, eins kann ich garantieren, da wirst du die ganze Nacht die Frösche hören. Das Froschquaken. Das höre ich ja bei mir zu Hause schon. Aber das wird hier voll sein. Da ist niemand drin. Gut, sehr gut. Schön. Klein, aber fein. Ja klar, Mücken wird sie auf jeden Fall auch haben, das ist klar. Aber Dengue in dieser Region hier, kein Problem. So, da haben wir Büffel. Ja, die Sonne stürzt ab, man kann es nicht anders sagen. Das geht jetzt ratzfatz und hier ist dunkel. Aber da vorne hat es noch eine Aussichtsplattform. Da werde ich jetzt noch schnell hochklettern. Ups, was war das? Irgendein Tier ist da gerade weggesprungen. Ja gut, hoch da. Hoch da. Boah, da kann man auch geil schaukeln. Schau mal die langen Leinen an da. Wow, das gibt einen tiefer Teich. Der ist ein bisschen tiefer als meiner.
Oh, das sind sicher etwa. Ja, nein, ist ähnlich. Ist ähnlich wie mein Teich. Ja, ich könnte mir gut vorstellen, dass das ein neuer Angelpark gibt hier. Weil sonst hätten sie nicht so viele Kanäle etc. Aber wir werden sehen, wir werden sehen. Okay, gehen wir mal hoch. Hello Kitty. Da ist noch Kitty. Wow, das zieht auch, hey, das Bild mit dem saftigen Gras. Kitty. Upsala. Bisschen windig. Ich hoffe, es geht mit dem Sound. Ich hoffe, die Plattform hält. Ich habe ja auch ein bisschen was auf den Rippen mittlerweile. Ja, wir gehen ganz hoch. Halber Weg ist da, ey, wenn die Dinger durchbrechen, da, das morsche Holz, dann gute Nacht. Da fehlen überall ein paar Schrauben. Ist halt nicht irgendwie gerade europäische Baukunst hier. Aber ich glaube, es geht. Da oben schläft normalerweise einer. Könnte mein Bett sein. Und meine Hängematte. Ah, da drüben sitzt Jui. Ja, es wird schon langsam dunkel. Man sieht nicht mehr wirklich viel. Ist ein bisschen runter. Sind die friedlich? Ich hoffe es. Das ist mal ein richtiger thailändischer Büffel. Von denen hat man ja schon sehr viel gehört. He? Also, der scheint jetzt nicht krank zu sein, dem geht's gut. He? Da drüben kostet die Nacht 590 Baht, was etwa so 15 Euro entspricht. He? In so einem, ja, was ist das? Bambus-Bungalow, ja, mit kleiner Küche. Das wäre so Barbecue-Style-Küche. Da ist die Küche. Ah, die Dusche. Ist da einer? Nee, da hinten ist noch die Dusche. Geil. Da sieht man aber rein. Das ist nicht gerade so, wenn da einer vorbeiläuft, da sieht man sogar noch den Schniedel. Da müsste man wahrscheinlich schon eher mit Badekleider duschen gehen. Aber, ja, wäre mal ein Abenteuer. Wenn das einen Angelpark gibt hier, das wäre mal noch was in Zukunft. Irgendwie mal so 2 Tage die Anlage hier mieten. Und dann Vollgas angeln. Ich werde nachher noch schnell fragen, ob das hier tatsächlich einen Angelpark gibt. Kopf und Kap. Diese sind auch mega schön da. Mhm. Nimm ich die Welt. Noch so atmen.